Cup gibt es seit 1988. Er hat sich entwickelt als ein kleiner Eishockey-Wettkampf zwischen den drei Fachschaften Medizin, Maschinenbau und E-Technik. Im Laufe der Jahre gab es viele Anpassungen, kleine Anpassungen, große Anpassungen, bis der Unicup so in der heutigen Form stattfindet. Das ist das Happening schlechthin. Die Fachschaften, die Spieler, die Spielerinnen, die Zuschauer. Das wird seit Wochen und Monaten geplant, trainiert. Man fiebert eigentlich ein ganzes Jahr auf den Unicup zu. Wir haben ja 3 Jahre Zeit gehabt jetzt und immer wieder geplant und dann ist es doch ausgefallen. Ich bin dieses Jahr auf jeden Fall sehr aufgeregt. Wir erwarten, dass wir eine geile Show machen. Zum ersten Mal vor 3000 Menschen. Jetzt ist die Verantwortung bei den Teams. Ich habe jedes Mal wieder Gänsehaut und jetzt gerade auch, wenn ich hier bin. Ich bin immer aufgeregt beim Unicup, aber dieses Jahr ist es natürlich besonders stark. Es sind schon ganz viele Fans da. Die Zuschauer sind total geil. Ich freue mich mega. Ich bin dieses Jahr auf jeden Fall sehr aufgeregt. Ich habe richtig Bock. Ich möchte einfach, dass es losgeht. Was ich den Organisatoren des Unicups mitgeben möchte, ist, dass sie echt eine super gute Arbeit machen. Ich glaube, man muss an 1000 Sachen denken, so ein riesiges Event für 3000 Leute zu organisieren hier in der Eishalle. Und ich fand es immer wahnsinnig überwältigend zu sehen, was die Teams alles gebaut und gebastelt haben. Die Kostüme, ganz viel Liebe gestaltet, die Bauten, die an den Banden stehen. Ein einmaliges Ereignis, was es auch, glaube ich, so deutschlandweit nicht noch mal gibt. Das ist so Teil der RWTH-Familie. Das gehört einfach zum festlichen Reigen und zu den Happenings dazu. Das ist richtig cool und schade für die, die heute nicht hier sein können. Jens, bis zum Ende. Wir werden den Pokal mit nach Hause holen. Und ich schwöre, das ist das Beste aller Zeiten.